Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung im Bereich der Biodiversität. Wir sind beim 38. Video angelangt, also immer noch bei den Beutelratten, sage ich mal, und sind jetzt bei den Schmalbeutelratten angekommen. Und ja, das sind so viele Arten, dass wir da zwei Teile draus machen müssen. Und wir fangen natürlich heute mit Teil 1 an. Also, die Schmalbeutelratten, Gattungsname Gratzelianus, ist eine Unterfamilie der eigentlichen Beutelratten Didelphinae. Sie wurden auch früher mal Grazilopossums genannt, das ist aber ein bisschen verwirrend gewesen, weil es halt auch Arten gibt, die Grazilopossum mit im Artnamen haben, aber zumindest heutzutage nicht mehr zu der Gattung gehören. Die einzelnen Arten haben meist nur ein kleines Verbreitungsgebiet und kommen nur im mittleren bis nördlichen Teil Südamerikas vor. Rechts seht ihr hier eine Karte, die verschiedenen Farben sind sozusagen die verschiedenen Arten, zumindest von denen das Verbreitungsgebiet bekannt ist. Und die sind ja dann entsprechend eingefärbt und eingezeichnet, das ist sozusagen das Gebiet, über die sich das verteilen. Die IUCN stuft die Gattung als Near Threatened, als nahe der Bedrohung ein. Allerdings liegt das hauptsächlich daran, dass es ein paar Arten gibt, die als nahe der Bedrohung gelten, aber viele gelten halt auch als recht reichhaltig vorhanden und nicht gefährdet. Ja, diese Einschätzung kann ich persönlich zumindest nicht teilen, zumindest nicht komplett für alle Arten, denn es gibt halt auch Arten, die wirklich nur ganz kleine Habitate bewohnen, ihr seht es ja hier schon an der Karte dargestellt, und die sind mittlerweile durch Abholzung gefährdet. Und das heißt, wenn eine Art halt nur ein kleines Verbreitungsgebiet hat und das wird eventuell bald abgeholzt, dann ist es ganz, ganz schnell möglich, dass die Art ausgestorben ist, weil sie halt keinen anderen Rückzugsort hat. Kommen wir zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 6,7 bis 18,5 cm, sind also wirklich sehr kleine Tierchen, die Schmalbeutelratten. Die Schwanzlänge beträgt 7 bis 17,7 cm, ist also ungefähr gleich lang. Allerdings ist das ein gutes Merkmal, um die verschiedenen Arten auseinanderzuhalten, das Verhältnis Kopfrumpf zur Schwanzlänge, weil das variiert bei den Arten und ist deswegen ein gutes Abgrenzungsmerkmal. Aber im Überdurchschnitt sieht es halt so oder ist es halt so, dass sie etwa gleich lang sind. Sie haben einen langen, dünnen Kreisschwanz, der in der Regel behaart ist. Alle Vertreter weisen eine spitze Nase auf und charakteristisch sind auch die dunklen Augenringe um die Augenpartie, die je nach Art natürlich verschieden sind und auch als Abgrenzungsmerkmal genutzt werden können. Ja, klein und süß sind sie mit 58 Gramm. Höchstalter ist nicht bekannt, wird höchstwahrscheinlich aber nur 2 bis 3 Jahre sein, allerdings findet man da keine verlässlichen Quellen zu. Das ist jetzt nur wirklich eine Einschätzung meinerseits anhand von verwandten Arten. Und sie werden halt bis zu einer Gesamtlänge von 36 cm, zumindest die größeren Vertreter. Die Lebensweise. Viele der Schmalbeutelratten sind nachtaktiv, sind Baumbewohner, also arboreal. Kletterer sind sie, sie können Höhlen graben, das machen sie meist in Bäumen oder am Boden und in diesen Höhlen verbringen zumindest die meisten Arten ihre Schlafphase, weil viele auch nachtaktiv sind. Einige Vertreter haben die Fähigkeit, sich bei Gefahr totzustellen, ist aber bei den kleineren Vertretern hier eher selten der Fall, dass dann doch eher die größeren, wirklich die Opossumartigen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Ameisen, jedoch werden auch andere kleine Insekten, Wirbellose, Spinnen und Früchte verzehrt. Gerade bei den Vertretern, die in Gebieten leben, die während der Trockenzeit wirklich sehr trocken sind, wechselt die Ernährung. Dann ist es meist so, dass sie während der Trockenzeit halt eher fleischliche Nahrung, also wirklich halt wirbellose Insekten und sowas verzehren und in der Feuchtzeit dann halt auch gerne Früchte zu sich nehmen. Beziehungsweise wenn sie in der Trockenzeit Früchte finden, ist das natürlich eine super Ergänzung, um den Wasserhaushalt auszugleichen, aber Früchte sind natürlich dann von mehr oder weniger allen Arten eher sehr begehrt und stellen damit dann eine hohe Nahrungskonkurrenz dar. Fünftens, die Weibchen haben 2 Vaginas. Das ist weniger verwunderlich, wenn man weiß, dass die Männchen passend dazu einen zweigeteilten Penis haben. Natürlich, um beide Vaginas dann auch penetrieren zu können. Sieht man hier auch mal dargestellt. Im Gegensatz zu vielen anderen Gattungen haben die Weibchen der Schmalbeutelratten keinen Beutel und tragen daher ihre Jungtiere nur kurze Zeit an den Zitzen, bis sie diese im Nest lässt. Das ist halt für, ja, ich sag mal, Beutelratten eine besondere Eigenschaft. Die meisten heißen halt natürlich auch so, weil sie einen Beutel haben.
Damit sind wir bei 1.3, der Taxonomie der Schmalbeutelratten. Das machen wir auf zwei Folien. Wie gesagt, es sind ja auch mehrere Arten und deswegen zwei Vorlesungen dazu. Aber die Schmalbeutelratten, die Gattung Gracilianus, da gibt es die Art, die bolivianische Schmalbeutelratte, Gracilianus acaramarcai. Dann die Emilia-Schmalbeutelratte, auch eine Art, Gracilianus emiliae. Die Fliegenschmalbeutelratte, Gracilianus agilis. Die Waldschmalbeutelratte, Gracilinanus trias. Die nördliche Schmalbeutelratte, Gracilinanus marica. Die brasilianische Schmalbeutelratte, Gracilianus microtarsus. Und last but not least die Peru-Zwergbeutelratte, Gracilinanus peruanus. Lässt sich also von Namen her einigermaßen gut merken. Ja, wir fangen auch direkt an mit der bolivianischen Schmalbeutelratte, Gracilinanus acaramarcai, die natürlich auch zur Gattung der Schmalbeutelratten Gracilinanus gehört. Und wie man auf der Karte sieht, ist es ein sehr kleines Verbreitungsgebiet im mittleren Westen von Südamerika. Dort kommt sie in Bergregenwäldern bei einer Höhe von 2,5 bis 3,3 Kilometern in die Region Cusco und Puno, das ist im Südosten von Peru, und in der Umgebung von La Paz, Westbolivien vor. Ist also wirklich ein sehr, sehr spezielles kleines Habitat. Da ihr Verbreitungsgebiet zwar klein ist, sie jedoch dort eine hohe Anzahl vorkommt, gilt sie als Least Concern, also als nicht gefährdet. Wie gesagt, diese Einstufung der IUCN mag nach deren Kriterien korrekt sein. Ich rate aber zur Achtung, jede Art, die nur ein kleines Verbreitungsgebiet hat, kann, wie in dem Fall bei Waldabholzung, sehr, sehr, sehr schnell aussterben. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 8,3 bis 10,3 cm, ist also relativ klein. Der Schwanz ist deutlich größer mit 11,2 bis 14,5 cm. Der Schwanz ist zudem dunkel gefärbt und immer ca. 50% länger als der Rest des Körpers. Wie gesagt, das ist ein gutes Abgrenzungsmerkmal. Ihr werdet sehen, diese prozentualen Verhältnisse variieren immer, ist aber wirklich ganz gut, wenn man die teilweise relativ ähnlich aussehenden Arten nicht ansonsten gut auseinanderhalten kann. Es gibt bei der Art keinen Sexualdimorphismus, also es gibt keine Unterschiede zwischen Weibchen und Männchen. Sie sind anatomisch natürlich bis auf die Geschlechtsorgane identisch. Die bolivianische Schmalbeutelratte haben relativ langes Fell. Kopf, Rücken und die Körperseiten sind einfarbig rot bis braun gefärbt. Der Bauch hat helles Fell mit rötlichen Hervorhebungen. Die Ohren sind klein und dunkler behaart als der Rest des Kopfes. Die Pfoten sind weiß bis cremefarben, wobei die Außenseite der Beine rötliches Fell aufweist. Ja, diese kleinen Vertreter wären gerade mal 23 Gramm leicht oder schwer. Wie gesagt, bei der Gattung ist nicht mehr bekannt, wie alt sie werden, deswegen auch bei den Arten nicht. Es gilt aber für alle Arten hier durchweg höchstwahrscheinlich 2 bis 3 Jahre. Und insgesamt wird sie, wenn man Kopf, Rumpf und Schwanzlänge zusammenrechnet, ungefähr 25 cm lang, die größten Exemplare. Zur Lebensweise. Es wurden bisher nur wenige Exemplare gesichtet oder gefangen, weshalb noch viele Angaben ungeklärt sind. Und da alle Exemplare bisher auf dem Boden oder in Sträuchern bis zu 2 Meter Höhe gefangen wurden, ist es vermutlich so, dass sie eine boden- bis strauchbewohnende Lebensweise aufweisen. Auch die Ernährung ist unbekannt, aber man vermutet halt, dass wie andere Vertreter der Gattung sie hauptsächlich von Insekten ernähren. Die Fortpflanzung ist komplett unbekannt. Sie werden, da sie keinen Beutel haben, natürlich ihre Jungen auch nicht in den Beutel tragen, sondern auf dem Rücken und dann relativ frühzeitig ein Nest lassen. Aber wie oft sie sich paaren, wie lang die Tragzeit ist, wie groß die Jungtiere sind, wie lange diese brauchen auszuwachsen, alles das ist nicht bekannt. Ja, damit kommen wir zur flinken Schmalbeutelratte, Gracilinanus agilis, die natürlich auch zur Gattung der Schmalbeutelratten Gracilinanus gehört. Ihr seht, das Verbreitungsgebiet ist hier relativ groß. Sie kommt in der semiariden Caatinga und in den Savannen der Cerrado in Brasilien vor, sowie bis in Höhen von 1800 Metern in saisonal trockenen Wäldern im östlichen Paraguay, im östlichen Bolivien und östlichen Peru. Ist also, sagen wir einmal, quer über den südamerikanischen Kontinent verbreitet. Ihr Verbreitungsgebiet ist groß, indem sie hohe Anzahl vorkommt. Außerdem ist sie sehr tolerant gegenüber Störungen durch die Menschen.
Sie kann sich sehr gut anpassen und da gilt sie halt als Least Concern, nicht gefährdet. Und das wird hier tatsächlich auch so sein. Die wird nicht so schnell von den ja, von der Erde verschwinden. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 8,1 bis 11,5 cm. Die Schwanzlänge beträgt 10,9 bis 15,8 cm. Heißt, ist also ungefähr 40% länger der Schwanz als der Körper. Zudem ist der Schwanz braun und auf der Oberseite heller als auf der Unterseite. Diese Art hat einen Sexualdimorphismus, heißt Weibchen und Männchen unterscheiden sich anatomisch, und zwar in Schädelgröße und Form. Die flinken Schmalbeutelratten haben dichtes, langes Fell. Rücken und Kopf weisen Haare auf, die an der Basis grau und an der Spitze orange sind, weshalb die Fellfarbe an diesen Bereichen braun bis rötlich erscheint. Die Haarfärbung wird über die Seiten allmählich heller, bis dies in einem cremefarbenen Ton an der Bauchseite endet. Die Wangenhaare sind auffällig orange gefärbt, ist auch ein gutes Merkmal. Die Füße sind weißlich und wie alle Vertreter haben auch sie dunkle Augenringe, die aber hier relativ schmal gehalten sind. Die Ohren sind hell und mit einer Größe bis zu 2,1 cm im Verhältnis zum Körper relativ groß, was man auch als gutes Merkmal bezeichnen kann. Ja, sie werden bis zu 40 Gramm leicht, wahrscheinlich 2 bis 3 Jahre alt und 27 cm lang. Zur Lebensweise. Ja, die flinke Schmalbeutelratte ist nachtaktiv und hat eine arboreale, also baumbewohnende Lebensweise. Sie ist ein Omnivor, ein Allesfresser, der sich zu 80% von Früchten ernährt, vor allem in der Trockenzeit, um den Wassermangel zu kompensieren. Was ich vorhin schon gesagt habe, ist eine gute Variante, aber halt sehr stark konkurrierend. Ja, dabei nehmen die flinken Schmalbeutelratten eine wichtige Rolle in der Verbreitung der Samen ein, die wieder ausgeschieden werden und so die Pflanzen entsprechend verbreiten. Sie pflanzen sich meist während der Regenzeit fort, da dort das Nahrungsangebot am größten ist. Ergibt ja auch Sinn. Ausgenommen hierbei ist das Pantanal. Das ist ein artenreiches Sumpfgebiet, ein Naturdenkmal, ein Naturwunder kann man sagen, wo das ganze Jahr über viel Nahrung vorhanden ist und so dort die Paarung ganzjährig erfolgt. Über die Fortpflanzung ist nicht sehr viel bekannt, jedoch wurden Wurfgrößen bis zu 14 Jungtiere dokumentiert. Damit kommen wir zur Waldschmalbeutelratte. Gracilinanus trias ist die letzte Art, die wir heute behandeln. Die gehört natürlich auch zur Gattung der Schmalbeutelratten, die wir heute und das nächste Mal komplett alle behandeln. Ihr seht, das Verbreitungsgebiet ist winzig, winzig klein. Es ist an der Nordseite von Südamerika. Sie kommt in Bergregenwäldern in Höhen von 2300 bis 4000 Metern, in den Anden im Department Cundinamarca, keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, das ist in Kolumbien, und in den Bundesstaaten Táchira, Mérida und Trujillo im Nordwesten von Venezuela vor. Ist also sehr lokal nur verbreitet. Das Verbreitungsgebiet ist klein, aber laut IUCN kommen sie dort eine hohe Anzahl vor und sind daher als Least Concern nicht gefährdet eingestuft. Wie gesagt, das ist mit Vorsicht zu genießen, das kann sich ziemlich schnell ändern. Warum kann sich das stark ändern? Ich habe es nochmal auf die Folie geschrieben, weil das auch eins der Gebiete ist, die von starker Abholzung betroffen sind. Und das bedeutet, es kann sehr, sehr schnell sein, dass die Art ja gefährdet wird. Wenn man einen kleinen Lebensraum hat und der wird sehr schnell weggerodet, dann kann man da nicht einfach mal so schnell ausweichen. Das geht nicht. Zum Körperbau. Ein Bild kann ich euch hier leider nicht zeigen. Das ist auch ein Zeichen davon, dass sie nicht allzu gut erforscht ist und dass man gar nicht so viele Exemplare hat. Es gibt zumindest offiziell jetzt nicht zu finden ein Foto. Wer weiß, vielleicht in irgendwelchen Privatarchiven. Sehr gut möglich von der heimischen, ja, Bevölkerung oder Leute, die dort vor Ort arbeiten. Kann gut sein, aber ich habe jetzt keins gefunden. Deswegen ein Platzhalter. Das hier ist eine andere Art, die aber zumindest ein bisschen ähnlich aussieht. Die Kopfrumpflänge beträgt 9 bis 10 cm bei einer Schwanzlänge von 13 bis 15 cm. Der Schwanz ist braun, auf der Unterseite heller als auf der Oberseite und immer ca. 50% länger als der Rest des Körpers. Sexualdimorphismus gibt es hier nicht. Und die Haare auf der Kopfoberseite, Rücken und an den Seiten sind einfarbig dunkelrotbraun. Das Fell ist seidig und kann eine Länge von bis zu 1 cm erreichen, was im Verhältnis zur Körpergröße recht lang ist.
Das Fell zwischen den Augen ist geringfügig heller, kann man eigentlich kaum erkennen. Auf dem Bild sieht man das auch nicht, weil, wie gesagt, ist ja eh eine andere Art. Wie alle anderen Vertreter der Gattung hat auch die Waldschmalbeutelratte dunkle Augenringe. Das Bauchfell ist rotbraun und auf der Brust befindet sich ein heller Fleck, welcher ein gutes Unterscheidungsmerkmal darstellt. Die Füße sind dabei weißlich. Ja, sie werden bis zu 18 Gramm leicht, also wirklich ganz, ganz leicht und klein. Höchstalter wahrscheinlich 2 bis 3 Jahre, bei einer Gesamtlänge von bis zu 25 cm. Man beachte, das ist halt weniger als 1 Gramm pro Zentimeter. Ja, zur Lebensweise, wie schon anfänglich gesagt, ist eigentlich quasi nichts bekannt. Man weiß allerdings, dass sie Gebiete mit Moosbewuchs bevorzugt und sowohl auf dem Boden als auch in niedrigen Sträuchern bis 2 Meter Höhe vorkommt. Auch über die Ernährung weißt du nichts, aber wahrscheinlich wird sie wie die meisten anderen Omnivore, also ein Allesfresser sein und sich hauptsächlich von Früchten, Insekten und Weichtieren ernähren. Ja, und damit haben wir die ersten 3 Arten unserer Gattung der Schmalbeutelratten hier fertig. Das nächste Mal kommen die 4 weiteren und dann können wir wieder ein bisschen höher in die Taxonomie einsteigen, bleiben nach wie vor bei den Beutelratten, aber halt die andere Gattung müssen wir uns natürlich auch anschauen. Wie immer hoffe ich, es war interessant und würde mich natürlich über ein Like freuen. Support ist kein Mord, hat mir mal einer geschrieben. Das ist ein schöner Satz, gefällt mir sehr gut, den würde ich gerne verwenden. Und ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.